Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Undead Incorporated. Ja, wir haben noch ein paar Tage, bis unsere 80.000 fällig sind. Es geht wieder langsam bergauf, beziehungsweise langsam voran. Der ist ein Forscher, den werden wir jetzt mal hier noch einsetzen. Ich weiß nicht, warum der nicht automatisch dahin geht. Wahrscheinlich, weil wir den darüber bewegt haben. Also wir sollten die, glaube ich, nicht unterbrechen. Wir sollten die machen lassen. Vielleicht prüfe ich nochmal, ob der noch eine Drohne hier hat. Ja, der hat eine Drohne. Bringt es denn was, wenn ich den auf eine Drohne stelle? Macht er da ein bisschen schneller? Bin ich mir nicht so sicher. Impfstoffansturm. Ja, Grippe, bla bla, bla bla. Genau, haben wir. Okay, der macht jetzt irgendwas. Ja, keine Ahnung. Irgendwie hat es nicht so richtig funktioniert, aber das passt schon. Wie sieht es bei dir aus? Hast du genug Zeug? Das plus zwei. Vielleicht nimmst du noch ein paar mit. Mhm. Siehst du, dass wieder fünf passt. Kannst ein bisschen reparieren gehen, irgendwas. Gut, wir schauen mal hier unten im Untergrund nochmal. Ich brauche also jetzt eigentlich mehr Truppen. Das heißt, ich bräuchte mehr Räume. Und das werden wir mal einfügen. Ich brauche hier noch ein Personalschlafquartier. Das machen wir mal dahin. Denn ich brauche mehr Soldaten irgendwie. Das muss irgendwie besser laufen. So, dann hätte man die Möglichkeit auf 7 Soldaten. Produktion. Wir können mal in die Forschung nochmal reinschauen, wie es da aussieht. 74%. Es geht ein bisschen langsam, aber gut, der hat auch da ein bisschen geträumt. Sicherheit. Ich würde unten gerne die Büros freiräumen. Aber ich glaube, ich muss auch nochmal schauen. Es muss hier noch eine weitere Treppe nach unten geben. Ansonsten... Ja, das weiß ich jetzt nicht. Hier kommen wir durch die Durchgänge nicht durch, ne? Wahrscheinlich, Konstruktion abgeschlossen. Wahrscheinlich können wir die Durchgänge erst Neues nutzen. Neues Personal verfügbar. Ja, das mag sein. Wahrscheinlich können wir die Durchgänge erst nutzen. Ups, wo sind wir denn hier? Wenn wir... wenn wir unten das weggecleant haben, die Leute, ne? So. Echter Doktor, 30 Patienten diagnostiziert. Na, süße. Läuft. Gut. Okay, ich werde es auf alle Fälle mal ein paar Sicherheitskräfte einstellen. Das können wir schon mal machen. 3 Stück Minimum, sofern wir das haben. Pistole, ist egal, ich nehm jetzt alles, was wir bekommen, denn ich brauche es ja irgendwie. Genau. Forschungslabor, Ausrüstungsforschung. Ja, der Personaltransport ist eingetroffen. Produktion, Ausrüstungslager. Funktioniert nur mit Personal. Nein, zuständiges Personal benötigt kein Personal. Ein automatischer Raum, der eine ordentliche Menge an Ausrüstungslager bietet. In diesem Raum wird Ausrüstung produziert und gelagert. Aus vielerlei Gründen, aber nicht zuletzt wegen Fragen der Sicherheit und des restlichen Schutzes vor Schadenersatz, wird die Ausrüstung aus diesem Raum dem Personal per Drohne geliefert. Ah, okay. Das ist ja cool. Ich mach das mal da rein. Und das ist hier der andere Raum. Ja, wir könnten übrigens mal gucken. Forschung, ne? Ausrüstungsforschung. Masken, Welsin. Masken. Ja. Vielleicht sollte man noch einen Forscher einstellen. Komm, wir gucken mal, ob wir noch einen einstellen können. Einer ist bestimmt noch gut. CB, selektive Wahrnehmung, Chance, die Beweise ignoriert werden, wenn sie gesehen werden. Okay. Nachts weniger Ausdauerverbrauch, tagsüber mehr. B, wir nehmen sie mal. Und ich hoffe, dass sie automatisch hier hochgeht. Werden wir sehen. 17 Sekunden ist sie da. Konstruktion abgeschlossen. Wir schauen mal, ob er hier hinten noch was entdeckt hat, unser Chef. Der Personaltransport ist eingetroffen. Nee, der geht automatisch zurück, das passt. Gut. Okay, 20.000 haben wir. Der Bus ist da, das ist unser Forscher, unsere Forscherin. Sie müsste eigentlich automatisch hier hochgehen, ne? Mal gucken, was sie macht. Eingang ist da. Das Wartezimmer ist wahnsinnig voll. Wir gucken mal, wie sieht denn dein Erschöpfungsgrad aus? Du könntest mal hier eine Runde schlafen gehen, ne? Wir haben im Moment gerade nichts zu tun. Das sollte passen. Ja.
Okay. Die fährt hoch. Das ist sehr gut. Also das funktioniert. Nee, das ist der Chefe. Forschung abgeschlossen. Jetzt nimmt's im Fahrstuhl. Produktionsoptionen aktualisiert. Auch gut. Raumliste aktualisiert. So, dann hat sie jetzt hier die Möglichkeit zu forschen. Wollen wir mal schauen, was wir nehmen. Was nehmen wir als erstes? Schwere Rüstung, Umbauplan. Aktivierte Forschung, potenzielle Risiken. Schutzmasken, MP. Sturmgewehr. Forschung im Gange. Wir nehmen mal die Maschinenpistole, also das Sturmgewehr eigentlich. Na? So, sehr gut. Okay. Das ist Verwaltung. Ja. Man kann nicht alles haben, ne? Müssen wir abwarten. Gut, der macht das. Wir können mal gucken, wie sieht's denn hier... Ist das denn alles eins? Hätten wir das gar nicht bauen brauchen? Doch, ich denke schon, ne? Hm. Das weiß man nicht so genau. Aber ich glaube, wir müssten das schon bauen, ne? So. Ich kann mal hier gucken. Wie sieht es denn hier aus? Weil Sien haben wir jetzt. Jetzt könnten wir nochmal in die Defense gehen. Aber wir können das nicht machen. Ihr seht es. Na gut, dann ist das so. Weil das scheint eine Forschung zu sein. Also ein Bereich irgendwie. Hm, sehr komisch, aber ist so. Gut, die Ärzte oder der Arzt ist hier am Werkeln. Der ist auch soweit. Was hat der denn hier eigentlich für ein Problem? Sprechzimmer, Patientenökonomie, Stabilität hoch. Was denn für eine Stabilität? Stufenaufstieg, sehr gut. So, ich muss mal gucken, wie sieht's aus mit Richtlinien. Sorgfaltspflicht. Können wir nicht machen. Kriegsfuß. Polizeispende. Wir haben eigentlich nichts, ne? Im Moment zumindest. Ich bräuchte. Achso, wir können die Produktion herstellen, ja? Räume. Produktion. Therapiemittelproduktion ist das, genau. Ja. Genau. Was haben wir noch? Personalbehandlung wäre was. Ausrüstungslager. Wartezimmer, Personalschlafkasse, Drohnenfertigung, Sprechzimmer, Wellspring, Personallounge. Oh, eine Personallounge. Therapiemittellager. Mhm. 2x1? 2x1? 2x1 haben wir doch bestimmt irgendwo. Haben wir das? Nee, ne? Müssen wir unterirdisch bauen, gut. Okay, dann brauche ich jetzt auf jeden Fall, ich brauche jetzt nochmal 4 Sicherheitskräfte. Dass wir dann dort runter gehen können. Ich hoffe, wir können. Wir haben nichts. Es ist aber auch, oder? Warum nicht? Konstruktion abgeschlossen. Hm. Konstruktion abgeschlossen. R. Affirmator. So, da kommt auch dahin. Dann schauen wir nochmal hier rein. Die haben also eine Weste, also hier eine Waffe und da hat irgendeinen Buff hier. So. Was wäre denn das hier? Vorwärtsangriff. Bewegung Konstruktion zu. Abgeschlossen. Raum benutzen, Autobefehl. So, vielleicht hole ich mal noch einen Chef dazu. Aber im Büro bringt er den eben im Bonus, ne? Auf der anderen Seite kann er ihnen dann vor Ort helfen, ne? Hast du noch Drohnen hier? Hol dir erstmal ein paar Drohnen. Neues Personal verfügbar. So.
Okay, das ist gebaut. Das heißt, wir können mal in die Produktion gehen und ich würde sagen, wir machen mal 10 davon. Therapiemittelproduktion gestartet. Ja. Genau. Von den anderen Sachen haben wir ja noch 20, genau. Sehr gut. Richtlinien lassen wir erstmal. Schwarzmarkt haben wir nichts. So, wie sieht es denn jetzt hier aus, meine Freunde? Könnt ihr mal hier... Wo seid ihr hin? Jetzt sind die wieder abgehauen. Was ist denn das für ein Verein? Ach, nö. Wo ist denn der andere? Affirmadur. So, war ein bisschen Bewegung hier. Warp. Der ist total erschöpft. Ach, das ist dumm. Stay Magadar. Warp. Komm, geht beide pennen. Ehrlich, hat keinen Sinn. Ich gehe nochmal hier in die Personalabteilung. Haben wir noch Sicherheitskräfte? Sehr gut. Ich stelle die trotzdem ein. Da haben wir zumindest schon mal 4. Jawohl, so machen wir es. Therapiemittelproduktion abgeschlossen. Der Personaltransport ist eingetroffen. So, okay. Die zwei haben wir schon mal. R. So, ich will die jetzt alle mehr oder weniger erstmal ausgeschlafen haben. Und... Erschöpfungsrisiko nach unten senken. Echter Doktor 250 Patienten diagnostiziert. Sehr gut. Ja. Der macht sein Ding. Wie sieht's hier oben aus? 93%. Ja. Da können wir mal auf Helme oder auf Dings noch gehen. Und dann muss ich hier unten mal das rankriegen, dass die... dass man da in die Richtung kommen will. Ja, mit der Kohle sieht eng aus, ne? 3 Tage. Also ich weiß nicht, wie das gehen soll. Also was heißt, wie das gehen soll? Vielleicht muss man hier mehr mit Pause arbeiten, aber eigentlich nein. Ja, wir haben auch ein paar Räume gebaut, die wir vielleicht jetzt nicht so unbedingt gebraucht hätten. Ja, muss man auch sagen. Aber, Forschung abgeschlossen. Oh, ja. Raumliste aktualisiert. So, ich ziehe die jetzt mal alle zusammen und ich hoffe, dass es jetzt funktioniert, dass wir mal so einen Raum hier fliegen können. Ich möchte es nicht immer, dass der Professor hier, der Doktor, Direktor, seinen Dings da verliert. Ne? Wir können übrigens mal einen ganz kurzen Check-up machen bei den Angestellten, wie es da aussieht. Die Ärzte sind okay, Forscher sind okay, Wartung und Sicherheit ist auch okay. Ja, na, dass wir hier keinen zur Maschine mal schicken müssen. Aber das passt schon. Gut, sind jetzt so alle mehr oder weniger da? Kannst du mal da bleiben? Das ist ja furchtbar, immer das Wegrenne. Warp. R. R. Affirmator. Warp. Warp. Yes. Achtung, Personal nimmt Schaden. Wow. Wow. Da geht ja richtig. Vitalzeichen verloren. Das geht ja richtig gut ab da. Was die machen 20 Schaden und meine machen 4. Das ist ja der Hammer. Aber okay, das liegt jetzt an die Waffen, ne? Die Arbeitskraft aus der Abteilung Sicherheit, Denver Brocker, ist leider aufgrund eines tragischen Arbeitsunfalls verstorben. Beunruhigend. Achtung, Personal mit Schaden. Läuft. Und dann schießt er noch daneben. Neues Personal verfügbar. Okay, wir haben Platz geschaffen. Mehrere Vitalzeichen verloren. Meine Güte. Okay, wir müssen auf bessere Waffen warten. Ach ja, so ist es. Haben wir das auch mal getestet? Mir war das ja fast klar, dass das so läuft. Gut, die Maschinenpistole haben wir. Wir brauchen jetzt vielleicht nochmal so eine schöne Schutzausrüstung Forschung hier. Im Gange. Das wäre wirklich ganz prickelnd.
Ja. Das Problem an der Geschichte ist, wir haben da unten gar keinen Schaden groß gemacht. Meine Fresse. Das ist aber auch. Und ich sehe gerade was, hier geht's weiter. Warte mal, hier Direktor. Herr Direktor, wir haben da was im Keller entdeckt. Whatever concerns you. I'll handle it. So war's doch, ne? Wo? So, geh mal hier runter. Ich brauche noch irgendwie einen Vorschau. Was bist denn du für einer? Wenn du hier ein bisschen fertig bist, könntest du mal hier unten ein bisschen von der Sache hier einsammeln. Trudu. Commander Gerdy. Hast du so eine Drohne dabei? Size. Hast du? Das ist sehr gut. Trudu. Das finde ich gut. Dann kommen wir ein bisschen an Biomasse heran. Seh ich. So, ja, leider steigt die Gesundheit nicht, ne? Haben wir 4 Sicherheitskräfte verloren, es ist der Hammer. Naja, was soll's. So, der kann da mal reingehen, der Chef. Bro. Wo? Trududo. Commander Diggerty. Achtung, Personal nimmt Schaden. Nein, das hältst du doch im Kopf nicht aus, der Direktor ist gestorben. Warum geht er auch nicht raus, wenn du dran klickst? Oh Mann. Das sind so Verzögerungen, ne? Das ist also, naja, also komm. Also komm jetzt. Jetzt ist aber gut hier. So, wir hatten gesagt, wir nehmen sie mal, um einfach mal zu gucken, wie sie sich so schlägt und wie sehr sie unser Personal heilt, ne? Also, wir müssen auf alle Fälle in die, Meeting 80.000. Ja, mach mal. Mach mal alles. So. Gut, dann mache ich mal los hier. Wir machen als erstes mal so ein schönes Wellspring-Ding dahin hier. So, dann kommt hier das Wartezimmer. Und das erste Schlafquartier. Sprechzimmer. Können wir das schon bauen? Jo. Naja, geht doch. Schön. So, da kann man Konstruktion nicht abgeschlossen. Ich Richtlinienliste aktualisiert. Ich nehme trotzdem das wieder. So, dann stellen wir schon mal den ersten ein für die Verwaltung. Wir gucken mal. Selektive Wahrnehmung. Mhm. Nachteule. Joker. Nehmen wir mal den Joker hier. So. Und wir schauen mal, die Stadt ist verändert. Okay, Haltestelle ist hier, ein bisschen weiter weg. Wir haben dafür 3 Gebäude und wieder ein schönes Hochhaus. Passt. Gut, dann machen wir hier eine zweite Arztpraxis. Der Personaltransport ist eingetroffen. Konstruktion abgeschlossen. Ach, das geht noch mehr. Na, guck mal sowas an. Okay. Okay, 5 von 5, mehr ist nicht. Na gut. Sehr gut. Hey. Konstruktion abgeschlossen. Wo? Neues Personal verfügbar. Was hat sie denn für eine Spritze? Sie hat bestimmt was anderes, ne? Na, das werden wir dann mal testen. Da müssen wir zumindest einen Raum mal freikriegen.
Also ihr seht, es ist nicht ganz so einfach und ich sag mal so, ja, wenn man sich hier einen genauen Plan macht, wie das Konstruktion abgeschlossen. Wie das vielleicht so läuft, läuft es vielleicht besser, aber ja, also weiter geht's gar nicht. Siehst du, da können wir uns ja schon sparen. Hier ist die Polizei, die ist nicht ganz so nah. Wir lassen die mal hier hinterlaufen. Kann sie mal gucken. Ja. So, da haben wir auf alle Fälle einen Schlafraum. Wir haben den Warteraum. Wir haben den ersten. Konstruktion abgeschlossen. Ersten Angestellten dafür. Und jetzt müsste ich mal zwei Ärzte einstellen. Gesundheit. Wir gucken mal. Schwarzseher brauche ich nicht. Nee, brauche ich nicht. Nehme ich auch nicht. Und C+. Ja, dann nehme ich sie hier. Gut, da haben wir zwei Ärzte. Okay, dann haben wir zwei Forschungsräume. Wir haben den Drohnenraum. Hm. Mal gucken, ob das Geld reicht. Der Personaltransport ist eingetroffen. Konstruktion abgeschlossen. Richtlinienliste aktualisiert. So, die ersten Patienten kommen. Und da kommen auch die ersten Ärzte, ne? Das läuft doch, siehst du. Konstruktion abgeschlossen. Neue Forschung verfügbar. Richtlinienliste aktualisiert. So, damit ihr sich gleich dran gewöhnt, dass das ihr Bett ist hier. So, jetzt ist sie fertig. Konstruktion abgeschlossen. Genau, Erschöpfung ist unten. Neue Forschung verfügbar. Und sie geht. Richtlinienliste aktualisiert. Ins Büro. Ja, geh mal zu ihr rüber. Genau. So, dann sind die nämlich beide schon mal trainiert, dass sie hier ihren Raum haben. So, dann brauche ich zwei Forscher. Den Platz haben wir noch. Forscher. Ja, ist egal. Ich brauche sowieso beide. Natürliche Resistenzhöhung, Grundinfektions... Oh, das ist sehr gut. Ausdauer wird bei Ausruhen doppelt so schnell wiederhergestellt. Das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Warte mal, euch will ich beide haben. Ihr könnt euch da was teilen. Wartung hätte ich jetzt auch gerne einen. Joker, das ist eigentlich sehr gut. Das finde ich eigentlich sehr gut. Den Joker nehme ich mal. Jawohl. Und... So ist es. Genau. Der Personaltransport ist eingetroffen. Mhm. Gucken wir mal. Da kommen sie. Zwei Forscher, ein Wartungstechniker. Sehr gut. Okay, wir haben 6 von 8. 2, 3, 4, 5, 6. Jawohl. So, ich würde dann, dass die alle hier erstmal wissen, dass sie da hin können. So viel Stress haben sie nicht, wird gleich weitergehen, ne? So, den schicke ich dann schon mal hier hin. Genau. Sehr gut. Okay, dann würde ich in die Forschung gehen. Wir schauen mal bei der ersten Forschung rein. Hier. Und da hätte ich gerne das Well 7 wieder. Forschung im Gange. Jawohl. Ich weiß jetzt nicht, ob der zweite Forscher da ein bisschen mitmacht oder ob der wirklich jetzt hier oben. Weil es zählt leider hier die Prozente gleich. Ich kann jetzt hier nichts anderes für ihn forschen. Das ist ein bisschen blöd eigentlich, aber so ist es. Ja, was willst du machen, ne? Aber ein, zwei Produkte müssen wir machen. Wir haben ja auf alle Fälle hier die 24 von Defense. Und wenn wir hier was machen können, ist auch gut, ne? Ein Produkt müssen wir erforschen. Vielleicht arbeiten die ja auch zusammen, dass es dadurch ein bisschen schneller geht. Es sieht fast so aus, ne? Müssen wir mal gucken. Okay, Erschöpfung. Ja, okay, das passt. Nee, du sollst mal hier weitermachen. Hallo. Nee, nicht so hier. Das ist unser Apotheker.
brauche trotzdem das Geld. Ich muss den runterschicken. Ja. So, der holt sich hier. Ne, der muss hier reparieren. Sehr gut. Okay, dann nehmen wir mal unsere Dame. Wo ist die denn? Steht die noch da hinten im Walde? Das ist die Chefin hier. Mhm. Willst du vielleicht auch mal eine Runde dich entspannen gehen hier? Weiß gar nicht, ob die das braucht. Der Zopf ist cool. Hm. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Also es macht schon irgendwie Spaß. Man muss nur gucken, dass man auch das Erfolgserlebnis genießen kann. Naja, da werden wir sehen, ne? Gut, die Drohnenproduktion haben wir. Ich würde hier noch einen Raum machen für Schlafquartier. Können wir uns das leisten? Das sieht so aus. Neues Personal verfügbar. Gut, ich nehme mal die Chefin. Und wir gehen mal ein bisschen in der Stadt, gucken, wo wir hier runter können. Ja, das war toll. Konstruktion abgeschlossen. Ich wünschte mir, dass ich sie auch so anklicken könnte, wenn ich jetzt... wenn ich sie hier auswähle, ne? Wenn ich sie hier auswähle... Ja, habe ich sie aber nicht, ne? Ja, ist irgendwie komisch. Gut. Läuft trotzdem. Ja, ich denke, Übung macht da den Meister und dann musst du einfach gucken, wie du kommst, ne? Was für mich immer so ein bisschen, naja, ich sage jetzt nicht schlechten Beigeschmack hat, aber wenn du ein Spiel rausbringst und dann kommt gleich ein DLC mit. Auch wenn das DLC nur ein Direktor ist, ist es trotzdem irgendwie ein komischer Beigeschmack, ne? Es gab auch keinen Rabatt beim Start, das war auch so ein bisschen, wo man ja sagt, mal wenigstens 10% oder so, ne? Um da einfach mal zu sagen, du Leute, ja, das seid ihr mir wert, aber so ganz und gar nicht, finde ich dann auch ein bisschen, naja, ist halt schwierig, ne? Okay. Ja, ich glaube, geteiltes Leid ist halbes Leid, die machen da wirklich ihr Ding hier, ne? Und ich glaube, wenn ich jetzt einen schlafen schicke, geht das zwar langsamer, aber... Das könnte trotzdem passen. Ja, der macht derweil ein bisschen weiter. Vielleicht hätten sie es auch jetzt bis 100% gemeinsam durchgezogen, weiß man nicht. Aber ich glaube, wenn wir den hier ein bisschen da die Ausdauer geben. So, schicke ich ihn wieder hoch. Ja. Genau. Gut. Die Büros sind mehr oder weniger besetzt. Ja, mehr oder weniger. Die Drohnen werden verarbeitet. Wie viel hast du denn hier? Du kannst dir eigentlich mal was holen und dann kannst du auch mal eine Runde schlafen gehen. Ne? Du bist ein bisschen erschöpft. Momentan liegt keine Wartung an. Also so ein bisschen Mikromanagement ist auch dabei. Finde ich auch nicht schlecht. Na und, ja, muss mal halt gucken. Ne? Und mit jedem tut er halt dann hier sich verbessern. Ne? Da müsst ihr Forschung auch mal, abgeschlossen. Müsst ihr auch mal drauf achten. Produktionsoptionen aktualisiert. Das ist schon mal Raumliste aktualisiert. Das ist ja mal genial. Das ist also schon mal fertig. Ich würde jetzt trotzdem noch mal ein zweites machen, und zwar das hier. Forschung im Gange. Genau, das machen wir doch gleich mal. Korrekt. Der eine Forscher ist jetzt gegangen. Ja, braucht's auch. Wie es aussieht, also die Gesundheit... Hier ist die Ärztin hier, ne? Ja. Das ist der. Wo ist denn der zweite Forscher? Ich sehe nicht, vielleicht ist er ein Trinken hier. Was haben wir denn? Die Grippewelle. Ja, genau. So sieht's aus. Ja, da ist der Forscher. Okay. Der macht das halt auf die Art. Holt er sich seine Unfall, Energie. Unfall, Labor kontaminiert. No. Wo? Hier, geh mal hier hin. Muss doch mal was tun. Bisschen was reparieren. Ja, so ist es. Ich sag mal so, wärst du gelaufen, wärst du genauso schnell gewesen, ne?
Hattest du nicht irgendwie einen Jogging-Bonus, irgendwas? War da nicht was? Naja. Oh, say my get out. Oh, warte mal, da gehst du erst rein, das ist auch gut. Genau. Oh, say my get out. So, gehst du noch eine Runde pennen? Mhm. So, die Ärztin schicken wir mal wieder hoch, wie das hier weitergeht. Wo sind denn jetzt die Forscher hin? Das ist jetzt der andere, ne? Die Verwaltung, das ist die Apotheke. Okay. Na gut. Das ist okay. Die Ärzte sind dran. Wo sind denn meine Forscher? Hä? Ich sehe die nicht. Ach, hier oben. Hier sind sie. Ja, das ist ja ein Ding. Zeiss. Commander Gerdy. Throw. So, muss weitergehen. Gut. Ja, wenn man jetzt mit drei Forschern arbeitet, ist es leider so, dass es nicht funktioniert. Die suchen sich da nicht einen freien Fleck. Neues Personal verfügbar. Eine misslungene Diagnose. Das ist ja ein Ding. Wie viele Tage haben wir denn noch? 5 Tage? Ja, das wird langsam knapp hier, ne? Aber gut. So läuft es erstmal. Was brauche ich denn jetzt als nächstes? Ich brauche jetzt wirklich den Trupp da unten. Das heißt, die Chefin muss mal hier unten jetzt mit mir. Die sollte ja eigentlich mit mir hier runtergehen, ne? So, so. Wir wollten noch mal gucken, was hier ist. So, machen wir ein bisschen schneller. So. Okay, hier haben wir auf alle Fälle was. Hier können wir mal reingehen. Achtung, Personal nimmt Schaden. Geh da raus! Mensch, geh da raus! Oh Mann! Das ist doch dumm! Warum tut sie nicht automatisch auf Dings gehen? Ich verstehe das nicht. Okay. Schauen wir uns in der nächsten Folge nochmal an das Ganze. Ich werde es dann ein bisschen vorbereiten, dass wir ab dem Punkt dann dort einsteigen und dann geht's los. Bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Wir haben auf alle Fälle hier für Sie schon 2 Sachen freigeschaltet. Vorteilspunkte und also was genau es jetzt ist. Hier ist es. Echter Doktor. Voraussetzung 30 Patienten diagnostiziert und 50. Also das haben wir auch schon mal. Das geht dann wahrscheinlich mit auf Ihre Kappe, ne? Weil wir ja den Doktor gewechselt haben. Gut, ich werde das mal vorbereiten, dass wir ungefähr am selben Stand sind und dann schauen wir weiter. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.